Meine Frau hat wunderhübsche Blümchen hier gepflanzt. Sie hat richtig schön unseren Wall hier mit Blumen mal bedeckt. Einfach schöne bunte Blumen. Wunderbar. Ja, vertikutieren oder nicht vertikutieren ist heute die Frage. Ich bin kurz davor, jetzt doch zu vertikutieren. Mal schauen. Bleibt dran. In meinem letzten Video habe ich gezeigt, was ich alles so für hässliche Gräser in meinem Rasen habe. Allen voran die Hirse. Gegen die Poa kann ich nichts tun. Jetzt werde ich doch mal hier einmal ganz zart rüber vertikutieren. Ganz leicht, nicht in den Boden reinfräsen und versuchen dadurch mal die Hirse, auch vor allem diese Stängel der Hirse, ein bisschen zu kürzen. Das sind die Spielzeughütchen meiner Kinder. Und die nehme ich jetzt, um, na, hier meine Sprenger zu schützen. So, jetzt müssen wir den Vertikutierer erstmal vom Regal runterholen. Dazu brauche ich wieder meine Frau. Langsam. Also wenn man jetzt hier mal so ein bisschen wühlt, sieht man da unten die toten Grashalme, der total verdichtete Boden, da kommt der Sand und man sieht also dieses abgestorbene tote Gras und sehr, sehr dicht der Rasen mittlerweile, sehr dicht. Da kann ein bisschen Luft jetzt am Boden nicht schaden. Auch wenn natürlich die Poa an der Stelle sich dann wieder versaatet. Ja, hier sieht man noch so schön die Messer. Genau, hier sind die feststehenden Messer, die jetzt so rumdrehen, also gegen die Fahrtrichtung drehen und dann in den Boden reinschlitzen. So, ganz einfache Technik eigentlich. Choke, Vollgas. Erster Test. Ja, zu tief. Zu tief. Also noch ein bisschen höher stellen. Reinfräsen. Also natürlich der Boden ist ein bisschen uneben, ein bisschen wellig. Mal schlitzt da rein, mal auch gar nicht. Aber lieber zu wenig als zu viel. Das gefällt mir richtig gut. Wirklich so vorsichtig wie möglich einstellen. So flach wie möglich. Also ich glaube, ich habe jetzt einen ganz guten Kompromiss gefunden. Ich habe noch dreimal nachgestellt. Man muss da sehr, sehr genau hingucken. Ja, ich werde jetzt erstmal kreuz und quer einmal vertikutieren. Dann werde ich sofort düngen und dann werde ich auch gleich nachsehen.
So, wer sagt dir, dass Rasen kein Sport ist? Ich bin fix und alle. 1,5 Stunden bin ich jetzt hier über meinen Rasen gelaufen und den Vertikutierer hier rüber gezerrt. Warum vertikutiert man? Luft und Licht. Dann kommt natürlich das Wasser und die Nährstoffe besser an den Boden ran. Ja, was ist negativ beim Vertikutieren? Die Poa annua geht in die ganzen Schlitze rein und versaatet sich sofort. Das heißt, ich werde jetzt sofort nachsehen. Ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Das war's mal wieder für heute. Thema Vertikutieren. Bleibt dran. Tschüss.